leicht anbremsen, Auto kommt. Das meine ich! Geil! Ist das geil, genauso meine ich's. Jetzt habe ich natürlich diesen Mini überholt, was ich nicht hätte machen sollen. Hier rein, Heck kommt, drauf stehen bleiben. Jawohl, jawohl, jawohl! Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe gerade den Jahresabgeholt vom Folierer. Dachte so, was machst du heute? Ne? Was bist am Ring hier? Weil morgen muss ich weiter nach Anneau de Reims. Wobei, ich muss mal gerade überlegen, was habt ihr denn schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Anneau de Reims ist das nächste mit dem Jahres, das heißt ein bisschen Jahrescontent. Und da habe ich durch Zufall gesehen, die Grand Prix-Strecke hat auf. Nordschleife hatte zu und mir hat jemand geschrieben bei Instagram, ob ich auf die Grand Prix-Strecke komme. Und dann dachte ich mir so, okay, guck ich doch mal nach. Geil, Grand Prix-Strecke auf. Ja, und das ist natürlich top. Jahres gerade abgeholt vom Folierer. Und dann wird es jetzt gleich erstmal auf die Grand Prix-Strecke gehen. Das Schöne daran ist, dass es gleich anfängt zu regnen. Das ist natürlich dann einfach perfekt. Und es soll richtig regnen. Das heißt, es wird die absolute Wasserschlacht vom Nürburgring. Ich bin mal echt gespannt. Ja, im Trockenen muss ich eigentlich gar nicht fahren. Das würde ich mir eigentlich gerne für Anneau de Reims lassen, dass ich da so ein bisschen das Trockene rausfühlen kann, wie er fährt. Wobei die Strecke da auch deutlich besser geeignet ist, weil die viel, viel kleiner ist. Nürburgring Grand Prix ist jetzt nicht so die perfekte Strecke für den Jahres. Aber im Nassen wird es trotzdem ultra Spaß machen. Ich packe jetzt hier meinen Krempel zusammen. Kameras habe ich gerade nochmal schnell hier ein bisschen angeschlossen, dass die ein bisschen laden. Jahreskarte darfst du natürlich nicht vergessen. Und dann gehen wir mal zum Auto und gucken mal. Ich habe Spurplatten drauf gemacht. Kann ich euch direkt mal zeigen. Schöne ST-Spurplatten sind verbaut. Aber das zeige ich euch jetzt mal. Bam, da steht er. Wobei die Folie wirkt einfach wirklich auf Videos viel dunkler als in echt. In echt ist sie deutlich grauer. Ja, aber so schaut er jetzt aus. Wie gesagt, jetzt die KW- bzw. ST-Spurplatten drauf. Sieht man, 20 mm Vorder-Hinterachse steht auch echt geil, so muss ich sagen. Also so ist das auf jeden Fall schon mal männlich. So kann man auch fahren. Weil vorher stand das halt, naja, 20 mm weiter innen. Das ist dann eher ein bisschen schwierig. Ansonsten bin ich natürlich echt gespannt, wie der Kumpel hier performt. Mit den PS4S haben wir da auf jeden Fall ganz gute Bedingungen für schlecht Wetter, weil der Reifen ist echt richtig gut. Also mit dem Reifen bin ich super zufrieden. Ja, die Spurplatten werden übrigens mit Gewindestiften, also die Spurplatte wird an den originalen Radträger geschraubt und dann wird quasi ein Stehbolzen in die Spurplatte gemacht und da wird dann die originale Radmutter dran gemacht. Ach so, bevor es jetzt losgeht, Leute, ganz wichtige Info noch, Moment. Es gibt mal wieder einen 20% Code auf Y-Food und zwar auf alles, komplett auf das gesamte Sortiment mit meinem Code. Das gibt's nicht wirklich oft, deswegen nochmal eine kurze Empfehlung von mir. Erstmal ist eine Trinkmahlzeit für unterwegs, gerade für jetzt, ne, spontan mal noch was snacken, ohne dass man sich jetzt dick was reinpfeifen muss, wenn man gleich auf die Strecke will. Kurze Empfehlung, Schoko vegan. Mein All-Time-Favorite, keine Milch drin, es schmeckt einfach wie ein richtig geiler Kakao. Wenn ihr Schoko nur ansatzweise mögt, werdet ihr das lieben. Probiert das bitte aus. Wichtig, die vegane Variante ist für mich nochmal ein deutliches Stück geiler als die normale Schoko-Variante. Deswegen, wenn ihr es testet, testet vegan. So, und dann Peach Fruity, richtig stark. Noch besser, meiner Meinung nach, Strawberry Fruity. Ja, das heißt Strawberry Fruity und Schoko-Vegan einmal abchecken. Strawberry, ich mag eigentlich gar nichts mit Erdbeeren, gar nichts. Aber das feiere ich ultra geil. Hat so einen ganz speziellen, geilen Geschmack, den einfach bisher jeder mochte. Das heißt, auf jeden Fall mal abchecken und guckt mal durch. Wie gesagt, 20% gibt es eigentlich nicht oft. Gab es, glaube ich, dieses Jahr erst einmal, Anfang des Jahres oder so. Jetzt nutzen. Hier noch den Camperino abschließen. Dann hoffen wir mal, dass gleich der große Regen kommt. Jetzt wünscht man sich einmal Regen am Nürburgring, regnet es nicht. Hier ist zu. Abfahrt. Interessant wird es jetzt beim Thema Scheibenkeil, weil der halt schon wirklich extrem flach ist und das wird deswegen interessant, weil ich nicht weiß, ob das reicht vom Sichtfeld, von der Kamera her, aber schauen wir mal, wird schon, ich denke, es wird schon irgendwie reichen, ich bin da guter Dinge, wir werden das jetzt mal ausprobieren. Ich habe hier mir vom Kumpel Daniel den RN1 ausgeliehen, damit ich ja noch mal ein bisschen Geschwindigkeiten und so drauf habe, ist jetzt für die Grand Prix nicht so interessant, aber gerade Nordschleife ist es dann doch mal ganz cool, dass man mal sehen kann, wie schnell ist das Auto eigentlich, also wie viel oder wie langsam. Nee, mal abwarten. Wir warten mal ab. Anneau de Reims wird, glaube ich, seine Strecke, weil schön klein, schön eng, wird, glaube ich, geil. Wird leider übelst heiß, das heißt, da müssen die PS4s richtig leiden. Und das Auto natürlich auch. Aber ja, generell mal schauen, ob er überhaupt serienmäßig Rennstreckeneinsatz durchhält. Also er ist jetzt außer die Spurplatten komplett Serie. Der Philipp Kies meinte zwar, Spurplatten hat bei ihm richtig viel gebracht,
Habe ich jetzt so noch nie wahrgenommen. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, was das für euch schon gebracht hat, Spurplatten. Weiß ich nicht. Er meinte, bei ihm hat das richtig viel gebracht beim X-Bau, irgendwie Blitzerberg, 1,5 Sekunden, sagt er. Keine Ahnung, ich habe so noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Keine Ahnung, was es bringt, wenn die Spur breiter ist. I don't know. So, Freunde, ich bin da mal spontan zur Grand Prix-Strecke gesprungen und habe hier schön mich angestellt im Regen. Was ist hier los? Wieso komme ich denn jetzt schon wieder nicht rauf? Och, Mann. Also, es ist heute so viel los. Selbst bei der Grand Prix-Strecke ist total irre. Ist wirklich total irre. Aber, naja, kommen wir noch drauf? Ja, müsste eigentlich, oder? Das wäre echt traurig, wenn wir jetzt nicht noch drauf kommen. Ich warte halt schon ultra lang. Wir haben jetzt 19.10 Uhr. Ich bin um 18 Uhr hingefahren. Also, hier, so viel habe ich auf der Grand Prix-Strecke noch nie erlebt. Aber gut, die Nordschleife hat halt nicht auf. Und ist die Ampel noch grün, ja. Und da wollen die Leute natürlich irgendwo fahren. Ne? Und wenn es halt die Grand Prix ist, ist es halt die Grand Prix. Aber dann nicht jetzt, wenn ich heute fahren will hier, Mensch. Aber wenigstens ist der Regen gekommen. Und vor allem hat es eben richtig krass geregnet. Deswegen gab es auch, glaube ich, eine kurze Unterbrechung. Ich habe zumindest irgendwie bestimmt 15 Minuten keine Autos gehört. Ja, schauen wir mal. Rollen wir mal langsam an. Also Motor ist warm, lief ja die ganze Zeit. So, dann schauen wir mal. Gehen in den Sportmodus. Ich höre den Motor gar nicht hier, das ist ein bisschen blöd mit dem Helm. Gehen in den Track-Modus und dann schauen wir mal. Dann sind wir wirklich mal gespannt. Track oder Sport? Ich weiß es nicht. Wir testen das mal alles. Erstmal müssen wir uns natürlich hier reinfinden, ne? So. Ja, ist schon rutschig. Ist rutschig. Aber ist kein Problem. Für den Jahres ist es kein Problem. Es wird wahrscheinlich wieder leider auf dem Video ultra langsam aussehen. Aber egal, es macht ultra Spaß jetzt schon, weil du an allen vorbeifahren kannst. So, wichtig ist natürlich nicht in irgendjemanden reinrutschen, ne? Das ist ja ganz wichtig. Die Curbs auf jeden Fall nicht nehmen, aber ihr seht, wie das Wasser steht. Geil, das macht ja richtig Bock. So, fahren wir mal an allen vorbei. Hallo, wir haben hier ein Rallye-Auto. Ist das geil? Macht das Laune? Wir müssen uns natürlich erstmal rantasten, das ist völlig klar. Aber es ist schon jetzt schon einfach richtig geil. Vor allem, wir haben so diese PS4S, das ist auch eine Frechheit, wie viel Grip die haben, ne? Muss mal mehr den Scheibenwischer anmachen. Das ist wirklich eine Frechheit. Boah, 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 komm schon und raus. Ich muss mich hier echt erstmal ein bisschen einfinden. Aber ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Also für Einfinden läuft es ganz in Ordnung. Da steht Wasser. Das ist ja die richtige Regenschlacht hier. Aber dieser Grip von den Reifen, Mann, im Regen, das ist ja richtig geil. So, und jetzt können wir hier früher ans Gas. Ja, das Auto fährt top, ne? Das fährt halt richtig gut. Guckt euch mal das Wetter an, Junge. So, ich sehe gar nichts, ich sehe gar nichts. So, alles klar, er lässt mich vorbei. Besser für ihn. Und dann fahren wir hier mal hoch. Dann prügeln wir mal den Jahres über die Strecke. Ist das witzig? Junge, ist das witzig? Bremsen und wie gut sind bitte diese Reifen bei Regen? Das kannst du ja gar kein mehr erzählen. Das ist ja normaler PS4S. Ja, aber ich muss natürlich echt aufpassen. Ich habe immer Angst. Meine Angst ist halt, dass die Leute in mich reinrutschen, weil das wäre nicht so cool. Aber normaler PS4S, da geht halt richtig was. Geil. So, hier passen wir mal ein bisschen auf. Hinter mir jetzt der Megane. Der ist hier wahrscheinlich schon öfter im Regen gefahren. Mann, ich bin noch nicht mal eine Runde im Regen gefahren. Ah. So, hier, wir nehmen die Curbs, auch wenn man das nicht macht. Aber den mussten wir gerade nehmen. So, und jetzt hier hoch. Ich brauche gar keine Regenlinie fahren, weil das Auto so gut funktioniert im Regen. Boah, und jetzt hier raus. So, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen im normalen Track-Modus, um mal zu gucken, wie die Kiste hier so reagiert. Wir werden aber gleich auf jeden Fall, Race Navigator noch nicht angemacht, auf jeden Fall auch mal in den sogenannten Sportmodus gehen, damit wir auch mal schauen können, boah, wie das einlenkt. Boah, sieht die Reifen stark hier schön raus. Das geht auch einfach so um die Ecke. Das ist ja ultra geil, vor allem hier auf der Grand Prix-Strecke. Ich fahre natürlich absolut gar keine Regenlinie, aber brauche ich halt auch nicht, weil das performt so gut.
ey, ist das witzig. Das ist das witzigste Auto, was ich bei Regen je gefahren habe. So, ich schalte aber gleich mal um in den Sportmodus. So, boah, da kommt er schön mit dem Arsch beim Anbremsen. Rutscht über alle Viere hier raus. Ey, ist das geil. Ist das Hammer. Ich lache mich kaputt, weil das so witzig ist. Ich lache mich kaputt, weil das so lustig ist. Hier. Du hast Rallye-Gefühle. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich, wie gut. Also ich kann man Regentrack-Tests buchen, wo es extra bewässert wird. Das ist ja so geil. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, richtige Regenreifen, dann ist alles zu spät. Weil dann fährst du einfach allen so dermaßen davon mit dem Auto. Und man darf halt echt nicht vergessen, das Auto ist komplett Serie. Ne? Es ist komplett Serie. Es hat nichts außer, gut, Spurplatten. Und jetzt gehen wir hier raus. Außer Spurplatten ist es komplett Serie. Und das ist halt unnormal, wie das funktioniert. Selbst die Reifen sind Serie. Der wird auf diesen Reifen ausgeliefert. Ist das geil? Ist das geil? Ist nicht in Worten zu beschreiben, wie geil das ist. Ich glaube aber, man merkt es an meiner Euphorie, weil ganz ehrlich, so eine Euphorie, das habe ich schon lange, lange, lange nicht mehr gehabt. Vor allem nicht mit einem Serienauto, sorry, aber das ist ja ultra gut. Ja, man muss natürlich hier erstmal gucken, weil ihr seht, wie langsam die anderen fahren. Vielleicht sieht das auf der Kamera, was wir hier machen, auch langsam aus. Kann durchaus sein. Aber wenn ihr mal seht, wie lahmarschig hier alle fahren, dann wisst ihr vielleicht ein bisschen, wie schnell das ist. Ja. Müssen wir aufpassen, nicht, dass der hier rausrutscht. Ne, da sind wir vorbei. Der hat ein bisschen mehr Druck, der Kumpel. Aber nicht schlimm, beim Anbremsen haben wir einen. So. Perfekt. So, ich schalte mal jetzt um in den Sportmodus und will mal gucken, wie sich das Auto verhält, wenn ich jetzt mehr Heckantrieb habe. Ich habe jetzt von 50-50 umgeschaltet auf 30% vorne, 70% hinten. Das heißt, wir haben wirklich jetzt deutlich mehr Heckantrieb und ich möchte mal schauen, ob man das merkt. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich es noch nie ausprobiert habe. So, und den Porsche, was ist schon ein Porsche, hä? Da fahren wir natürlich so dran vorbei. Oh, das ist eine Vollbremse? Hier hat sich einer fast gedreht. Ich musste gerade ein bisschen in den Rückspiegel gucken. Nicht, dass der Porsche da mir... so, du bleibst da, wo du bist. Nicht, dass der mir reinrutscht. Oh, ja. Ist das geil? Das kannst du gar nicht beschreiben. Habt ihr das gesehen? Wie geil ist es? Einfach quer raus. So, jetzt hier mal auf der Bremse und rum. Wow, ist das krank. Ich werde nur noch im Regen mit dem Auto fahren, weil das so Spaß macht. Du kannst den halt auch auf der Bremse so anstellen, Mann, ich laber schon wieder. Auf der Bremse querstellen. So, immer schön Rückspiegel, kein Bock, dass mir einer reinfährt. Hammer. Hammer geil. Also, weiß ich gar nicht. Also hätte ich niemals mit gerechnet, dass es so gut ist. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. So, jetzt können wir hier auf der Bremse den anstellen. Ah, hat nicht funktioniert. Gut. So, aber wir ziehen uns jetzt mal raus. So. Vorbei. Ist das krank. Vor allem, es ist nochmal, das Auto ist komplett Serie und performt hier einfach so perfekt. Hammer. Hammer, hammer, hammer hart, ey. Leistung ist auch geil jetzt gerade, fühlt sich gut an. Man muss natürlich echt ein bisschen aufpassen, weil auf der Bremse sind sie alle gleich. Klar, wir haben jetzt den Reifen. So. Geil. Das wollte ich provozieren. Aber hat noch nicht, ich muss es noch perfektionieren, dass du auf der Bremse so richtig anstellst. Ja, Mann, so. Seht ihr? Das ist geil. Das probieren wir jetzt mal ein bisschen zu üben. Weil das ist natürlich geil, wenn du einen quer reinbringen kannst in die Kurve, dann aufs Gas und dann einfach raus. Ja, ist schon ein Level weiter, ne? Also ist schon richtig, 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 richtig gut. Öltemperaturen habe ich so ein bisschen im Blick. Wir sind jetzt hier, man sieht es leider nicht ganz genau, bei 100, würde ich sagen 120 Grad, was schon relativ warm ist. Vor allem, wenn ich bedenke, wir fahren nach Nodereins Freitag und da soll es 35 Grad werden. Da muss ich das Ganze ein bisschen im Auge behalten. Aber
Aber auch das wird er schaffen. Das wird er schaffen. So quer. Ich bremse jetzt mal an. So. Seht ihr, was ich meine? Das, wenn man das zum passenden Moment macht, das war natürlich jetzt falsch, wenn man das im passenden Moment macht, kannst du richtig schön quer in die Kurve reinrutschen, durchrutschen und rausrutschen. So, an dem Kumpel fahren wir auch mal vorbei. Wie gesagt, nur immer aufpassen hier. Wenn die ihre Bremspunkte nicht kennen, dann will ich natürlich nicht, dass die mir reinrutschen. So. Ah, jetzt war ich innen, das war nicht so gut. So, und hier meine ich es jetzt. Guck mal, hier zeige ich es euch jetzt, was ich meine. So, leicht anbremsen, Auto kommt. Das meine ich. Geil. Ist das geil, genauso meine ich es. Man muss das natürlich noch üben, die Kiste ist auch neu für mich, aber man hat mit diesem Auto ein unfassbar vertrautes Gefühl. Wenn wir jetzt hier kurz anbremsen, Auto kommt quer. Oh, jetzt hat gerade Grip gekriegt, aber ja, aber das, ihr wisst, was ich meine, es ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich gut. Mann, macht das Spaß. Man, wie gesagt, man muss echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf der Bremse übertreibt, weil da sind sie alle gleich, wenn der Reifen in Ordnung ist. So, so, komm schon. Das Ding ist, er hat so viel Grip, dass er gar nicht so gut rutschen will. Da muss man dann auch schon provozieren, ne? Und was man merkt, ist, man kann besser schön bremsen, anstatt ins ABS zu bremsen. Komm, komm quer, mein Bruder. Naja, will er nicht. Das sah bestimmt komisch aus von außen, was ich hier gemacht habe. Aber was ich sagen wollte, ist, man kann lieber mit nach Gefühl ordentlich bremsen, als wenn du ins ABS reinbremst, weil das regelt sehr, sehr spitz, also sehr, sehr, spitz ist falsch, sehr, sehr schlecht eigentlich, in Wirklichkeit auch schlecht, weil die Räder kaum noch Bremskraft aufbauen. Wenn du dann leicht von der Bremse weggehst wieder, hast du viel mehr Bremskraft und eigentlich sollte ja das ABS genau das machen, ne? So, hier rein, Heck kommt, drauf stehen bleiben, jawohl, 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 genau so ist das geil, ist das geil. So, reinbremsen, hey, das, wie das Auto einlenkt hier. Wichtig ist beim Allradler, das habe ich jetzt so auf den paar Metern gemerkt, nicht gegenlenken. Einfach Lenkung gerade halten und rein ins Gas. Und erst, wenn du, glaube ich, denkst, es ist zu spät, brauchst du gegenlenken, weil diese Autos, ja, da musst du irgendwie nicht gegenlenken, weil der dich vom Vorderradantrieb halt in die richtige Richtung zieht. Und das ist schon sehr, 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 sehr gut und vor allem sehr, sehr spaßig, sehr, sehr amüsant. Also, boah, damit, dass ich heute hier nochmal so einen Spaß hatte, damit habe ich bei bestem Willen nicht gerechnet. So, das Schöne ist, du kannst so immer Gas rein, Gas raus. So, und dann, da wäre der Arsch gekommen, da hätte ich jetzt schön drauf stehen bleiben müssen. Da habe ich mich natürlich hier nicht getraut, ne? Weil ich mich auch einfinden muss erst. Ich hoffe, ihr seht was, oder ist es schon zu dunkel? Nee, ihr werdet was sehen, ne? Ah, ich bearbeite das Bild, dass ihr was seht. Diese Fahrt, die müsst ihr sehen. Das müsst ihr wirklich sehen, weil es so geil ist, weil es so Spaß macht. So, so rein, 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 rein. So, und die Kurve jetzt, probieren wir es nochmal, dass wir das ganze Auto schön quer auf der Bremse anstellen. So, jetzt und geil, geil ist das geil. Wie gesagt, ich muss mich auch noch reinfinden, aber den kannst du halt so schnell safen, den Wagen. Haben wir einen Mini vor uns, der kann auch fahren. Also ich kann im Regen ja gar nicht fahren. Einfach das Auto ist halt ultra gut. Geil. Ist das amüsant. So. Jetzt habe ich natürlich diesen Mini überholt, was ich nicht hätte machen sollen. Geil, da rutschst du da quer runter. Sorry, aber was gibt's bitte Geileres? Das ist ja unfassbar gut. So, rein hier. Schön außen halten. Außen halten, außen halten, außen halten, außen halten, außen halten. Und Grip aufbauen, Grip aufbauen. Sehr gut, und raus beschleunigen. So, den Mini kann ich langsam absetzen. Er wird natürlich wahrscheinlich Probleme haben, aus der Kurve rauszukommen. Aber die habe ich nicht. Also, boah. Ey, das Video hier, ich
ich muss das eigentlich Sonntag hochladen, weil es so geil ist. Ich würde es euch so gerne schnell. Ich glaube, es kommt erst am Mittwoch. Es tut mir leid, Leute. So. So. Anbremsen. Rein. Ist das amüsant. Leck mich am Arsch. Aber das Auto ist so vertraut. Das ist richtiges Spielzeug. Du fährst mit dem Auto und du hast einfach ein Gefühl von... Oh, jetzt ist natürlich... Ein Gefühl von absoluter Vertrautheit. Jetzt ist rot und wir haben natürlich nicht kalt gefahren. Ich bin mit Abstand noch nie die Grand Prix-Strecke bis zum Ende hindurch gefahren. Ich hätte noch jetzt 20 Minuten weiterfahren können. So geil. Leute, ich nehme die Kamera gerade mal raus. Ich halte die jetzt mal wieder meine Go 3 hier. Das war das Spaßigste, was ich seit langem gemacht habe. Das war so unfassbar geil jetzt gerade. Ich hatte gerade wirklich, wir sind 15 Minuten gefahren und ich habe 15 Minuten Spaß gehabt. 15 Minuten 100.000% pure Freude. Das ist wirklich einfach unfassbar geil. Also ich hoffe, das kommt auf dem Video rüber. Ich hoffe, das kommt nicht irgendwie so rüber, ah, jetzt übertreibt er oder so. Das war, ich schwöre auf alles, kein bisschen übertrieben, einfach 100.000% Euphorie und Hammer. So richtige Glücksgefühle, das hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Du fährst, Alter, bremst das Auto und das kommt quer. Das ist einfach der Hammer. Das ist einfach der absolute Hammer. So, jetzt muss ich kurz mal runterkommen. Ich quatsch gleich nochmal mit euch, weil es geil. Ach, Leute, ich bin so ein bisschen runtergekommen. Oh, meine Haare, ganz, ganz übel. Ey, ich schwör's euch. Ich bin immer noch, ich habe immer noch, es ist schon jetzt ein paar Minuten her, aber ich habe immer noch übelste Euphorie um mir. Also ich könnte mir vorstellen, dass das gleicht schon irgendeiner Droge, die man nehmen kann, wo man so euphorisch wird. Ich weiß nicht, was ist das dann? Kenne mich damit jetzt nicht so gut aus. Euphorisch, was ist das? Euphorisch, Exist? Nee, weiß ich auch nicht. Schreibt mal rein, was, welche Droge macht so eine Euphorie? MDMA? Auch nicht, ne? Wie gesagt, ich bin da nicht so im Thema. Aber, ultra geil. Also wirklich, wirklich, wirklich. Auto funktioniert im Regen, Serie perfekt. Also, ich hatte noch nie so Spaß im Regen, habe ich jetzt schon 400 Mal gesagt. Das kann ich jetzt noch 1000 Mal sagen, aber es ist wirklich so. Ja, ich weiß nicht, was. Ich muss mich sammeln. Es ist einfach zu krass. Es ist einfach zu krass. Ich will gleich noch was zum Thema hier Verteilung sagen. Allrad, normal, Heckantrieb und so weiter. Auto riecht so ein bisschen. Ja gut, ist das erstmal heiß geworden, ne? Das erste Mal jetzt Rennstrecke. Ich sag Anodere schafft er es nicht mit der Öltemperatur, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht, aber abwarten. Wir warten mal ab. Geil. So Leute, es ist ein neuer Tag und ich sitze im Wohnmobil. Ich habe gerade das Video fertig geschnitten und es ist schon, die Euphorie ist schon sehr krass. Also jetzt im Nachhinein denke ich so, ah Tom, ein bisschen ruhiger wäre aber auch in Ordnung gewesen. Aber es war in dem Moment, ich weiß noch, es war in dem Moment einfach unfassbar geil. Ich bin jetzt ein bisschen runtergekommen von dem Jahrestrip. Weiß ich auch nicht, wie ich eben noch auf Drogen kam, aber ja, es war, ich habe diese Art von Drogen noch nie genommen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es sich genauso anfühlt. Weil ich war so richtig euphorisch. Ich war so richtig so, boah, geil, 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 geil. Mehr, mehr, mehr. So, dieses halt. Ja, und jetzt bin ich wieder runtergekommen. Cool down. Die Jahrespille wirkt nicht mehr. Also, es war extrem geil. Kurz zum Auto. Das Auto fühlt sich an wie, wie soll man das beschreiben? Wie in so einem Spiel mit so einem Joystick. Du weißt genau, so, ich kann jetzt so querfahren und du kannst immer wieder fangen. Und es ist so ein bisschen wie, du fährst im Spiel. So, kein Spaß. Genau so fühlt sich das an. Das Auto macht genau das, was du denkst, dass es macht. Also total vertraut. Du weißt, du gehst jetzt in die Bremse, der Arsch kommt. Du kannst total lange zögern. Ich habe das ja noch null drauf. Allrad, Drift oder so. Aber du kannst total lange zögern, bis du gegenlenkst. Ich lenke viel zu früh gegen, weil ich es natürlich vom BMW kenne. Aber du kannst das Ding quasi gefühlt so parallel zur Fahrbahn stellen und dann gegenlenken und dann ins Gas und der Frontantrieb zieht dich wieder gerade. Das ist total amüsant, aber das muss man halt auch erstmal drauf haben. Also das ist echt schwierig. Ja, aber bis dahin, muss ich sagen, hat es schon mal richtig geil funktioniert. Kurz noch zur Verteilung, also im Track-Modus fahren wir 50-50, also 50% vorne, 50% hinten. Im Sport-Modus 30% vorne und 70% hinten. Ich bin, naja, ab da, wo ich es halt gesagt habe, im Sportmodus gefahren, weil ich mir dachte, okay, ich will jetzt einfach, dass so ein bisschen das Auto ein bisschen agiler ist und so ein bisschen, ja, auch mal hin und her durch die Gegend rutscht. Das merkte man auch. Also das merkte man extrem. Das Auto kam, ich kann mir das gar nicht erklären, aber es kam viel krasser auf der Bremse im Sportmodus quer. Wahrscheinlich ist das, warum ist das so? Gute Frage, ne?
Gute Frage. Ist das so, weil du beim Bremsen vorne eintauchst, hinten leicht wirst und die ganze Schleppleistung ja in dem Moment dann hinten ist, die 70%, dass es sich deswegen eindreht? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich glaube, daran liegt es nicht, weil die ganzen Frontantriebe, so Hyundai und so, die machen das, meine ich, auch im Regen, wenn du das provozierst. Keine Ahnung. Ist, wie es ist. Hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Also wirklich, hat wirklich, 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 wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf Anodere. Wird es die Tage das nächste Video zu geben zum Jahres, ne? Ist jetzt so ein bisschen hintereinander, ein bisschen Jahresvideo. Aber ich bin jetzt halt auch 4 Jahres gefahren. Bei mir ist es ja immer alles so ein bisschen chronologisch, weil ich erlebe halt die Sachen, dann schneide ich sie und dann lade ich sie hoch. Bam. So, und wenn ich jetzt gerade halt 4 Jahres fahre, fahre ich halt 4 Jahres. Aber ist auch nicht schlimm. Ist auch ein geiles Auto. Ist bisher, muss ich sagen, hat mich in keinster Weise enttäuscht. Bisher. 100%. Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ende ist gerade mal so okay. Ich hier voll verschlafen, gerade eben aufgestanden. Naja, sieht man ja auch. Naja, wisst, wie es ist. In dem Sinne würde ich sagen, soll ich eigentlich hier, kurze Frage an die Mädchen hier in dem Chat. Soll ich meinen Bart lassen oder soll ich den abschneiden? Die Jungs bitte jetzt nichts dazu sagen. Weil Jungs, die einen Bart haben, sagen grundsätzlich ja, Bart lassen. Und Jungs, die keinen haben, die sagen nicht lassen. Ist immer so. Also, macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Wilde Themen heute.